Es ist eine Zeit der Finsternis, des Blutvergießens und des Krieges. Die Götter sind grausam und wir sind ihre Puppen. Doch dies ist kein Spiel, sondern ein endloser Krieg um die alte Welt. Viele suchen den Pfad zum Sieg, doch nur einer kann alle anderen bezwingen. Aus den Düsterlanden kommen Orks und Goblins. Eine Flut brutaler Grünhäute, die es aufzuhalten gilt. In Sylvania erheben sich wieder die Toten. Die Vampirfürsten marschieren. Die verloren geglaubten Königreiche der Zwerge erwachen unter ihrem Hochkönig. Und im Herzen der alten Welt steht das Imperium. Karl Franz muss sich des Kriegshammers würdig erweisen. Das Chaos lebt. Seine Verderbnis, seine unstete Korruption vernichtet alles in seinem Pfad. Nur die Stärksten werden überleben. Krieg steht bevor. Unendlicher Krieg. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen, ja, sagen wir mal angezockt Let's Play zu Total War Warhammer. Frisch auf den Tisch, ja, gerade erst möglich zu spielen und, ja, im Vorhinein, ich habe mir nur ein bisschen was auf Twitch angeschaut zu Total War Warhammer. Ja, an und für sich weiß ich nicht wirklich ganz genau, wie es funktioniert. Das letzte Total War, das ich gespielt habe, war Shogun Total War. Ist schon ein bisschen was her. Und wir wollen einfach direkt neu reinstarten. Es wird mehr oder weniger blind ablaufen. Wir spielen einfach eine Kampagne und ja, hier haben wir vorerst 5 Fraktionen auszuwählen. Unter anderem auch die Chaoskrieger. Würde ich eigentlich gern spielen. Hier ist aber die Herausforderung schon mal schwer. Vampirfürsten normal, Grünhäute, Imperium. Ja, ich hätte jetzt eigentlich ganz gern mit den Chaoskriegern begonnen. Vorerst wollen wir es aber mal etwas seichter angehen. Von dem her werden wir doch auf die Zwerge unseren Augenmerk zuerst mal legen. Fraktionsmechaniken, ja, ganz toll. Wir werden das Ganze eigentlich mehr oder weniger durch das Spielen selbst erlernen. Ja, ein bisschen Hintergrundwissen. Ja, die Zwerge erstehen wieder auf unter ihrem hohen Fürsten und kämpfen in den Bergen vorerst mal gegen die ganzen Orks und Goblins. Ja, und wie gesagt, wir wollen eigentlich direkt reinstarten. Tutorial werden wir mal mitnehmen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. Dann erfahren wir auch so ein bisschen erstmal. Ja? Können wir leicht hier?
Na, wenn das so ist, können wir dann vielleicht sogar Chaoskrieger. Oh, Schwierigkeit. Naja, wir bleiben erstmal bei den Zwergen. Wir können ja vielleicht später das Ganze als Let's Play starten und dann auch eine andere Fraktion spielen. Vorerst lassen wir das mal, ich würde sagen, Schwierigkeitsstufe normal. An und für sich sind die Zwerge anscheinend etwas leichter zu spielen. Und wir starten einfach die Kampagne. Ja, das Ganze handelt sich um ein zum einen rundenbasierten Wirtschaftsspiel, könnte man sagen. Wobei der Hauptaugenmerk natürlich darauf gelegt ist, Krieg zu führen. Total War, wie die Reihe schon heißt, bezieht sich auf Massenschlachten von einigen hundert Einheiten auf dem Spielfeld. Denn was im Rundenbasierten wirtschaftlich abläuft, muss natürlich dann auf dem Schlachtfeld auch in Echtzeit ausgetragen werden. Das wird interessant. Es gibt pro Fraktion mehrere Helden und Einheiten und Städte muss man aufbauen, um dementsprechend Geld zu bekommen, beziehungsweise Magie bei manchen Fraktionen. Ja. Und dementsprechend sein Reich aufzubauen. Die alte Welt versinkt in einem gnadenlosen Krieg. Dies war schon immer so. Eine Zeit, die einfach kein Ende nehmen will. Sturm zieht auf. Und nun schlägt die Stunde der Mutigen, ein Zeitalter der Rache herbeizuführen. Ich trete vor den Hochkönig der Zwerge als Bote einer neuen Zeit. So finde ich mich an der rechten Hand des Königs wieder. Ich bin zur rechten Zeit hier, denn aus dem Süden vernehmen wir schaurige Kunde. Grünhäute versammeln sich unter dem Banner eines grausamen Wartbosses. Nun führt mein Lehnsherr Thorgrim Grollbart eine mächtige Streitkraft aus Karasakarak ins Feld und zerschlägt alle Feinde, die sich uns in den Weg stellen. Dass Karas Ankor im alten Glanz erstrahlen zu lassen, so muss er das Land von den Grünhäuten befreien. Jene, die sich im Schatten des Immergipfels versammeln, wären ein guter Beginn. Fellow Dowie, I see Orc Scum. They foul our mountains with their vile taint. The Damas Kron, our great book of grudges, is filled with such green skin atrocities. Bring hammer and axe. Show these irks and Grobe no mercy. Eure Streitkräfte beginnen mit dem Angriff, mein Herr. Seht selbst. Okay. Hier sind wir nun auch auf dem Schlachtfeld angekommen. Sehr schön. Da werden wir ab und zu mal ein bisschen Zeit verbringen, ganz klar. Maustaste, okay, alles klar. Sehr schön. Greift selbst in den Kampf ein, auf dass eure Krieger von eurer Anwesenheit ermutigt werden. So, okay, wo müssen wir hin? Rechtsklick, okay. Kommt mir bekannt vor. Hier sehen wir auch unseren Anführer.
Und natürlich unsere Massen an Einheiten, was wir hier mit ins Felde führen. Und wir können auch nur unsere zwei Einheiten hier wählen. Dass euch auch während der Schlacht Rat und Hilfe zur Verfügung stehen. Darauf ja, das ist schon mal sehr schön. Ha, das ist sehr top. Okay. Hier sehen wir auch, in welchem Radius unser Thorgrim Gröllbart positive Aura quasi verströmt. Die Kanonen behaken hier unsere Gegner schon. Sehr nice. Okay. Zeigt den Vorfahren, dass der Geist der Davi ungebrochen und dass das Zeitalter der Rache angebrochen ist. Ja, wir haben hier nur unsere zwei Einheiten, aber... Ja, ausschließlich diese zwei. Okay, Einheitengeschwindigkeit. Gebt Gas, Jungens! Da gibt's, also das sind schon ungefähr so die Massen an Kriegern, die man jedes Mal ins Feld führt. Wobei es sich noch, ja, gut ändern kann, das Ganze. Genau, wir fallen denen jetzt in die Flanke. Gehen wir noch ein bisschen wieder raus. Genau, und greifen dann richtig hier die Flanken an. Ja, unsere Einheiten hier bekommen schon ordentlich aufs Maul. Aber ich glaube, das ist gerade noch vertretbar. Die Feinde brechen ein. Sie fliehen vom Schlachtfeld. Ja, hier hinten fliehen die ersten schon. Die Moral ist gebrochen. Irgendwelche Spezialfähigkeiten? Noch nicht, nein. Stets gut unter Kontrolle, mein Herr. Effektive Kommandogewalt ist eine Fähigkeit, die sich lohnt zu meistern. Okay. Formation im Gebiet. Formation. Nahkampf vorne. Okay. Oh, die fliegen schon, dann müssen wir die nochmal ordentlich platt machen, bevor die fliegen können. Haltet eure Geschosseinheiten vom Feind entfernt. Aus einiger Entfernung sind ihre Geschosse am effektivsten. Ach, hier haben wir auch noch welche, okay. Hier auf die Flüchtenden. Ah, sehr geil. Kann man noch hier gruppieren alles? Ja, das passt hier. Die sollen die hier drüben mal zerlegen. Ja, das sollte eigentlich schon für uns hier den Sieg bedeuten. Hier oben sieht man auch ungefähr das Truppenverhältnis zueinander. Kann das Schlachtenglück wenden, Herr. Versuch! Eure Worte und Taten können die Truppen um euch ermutigen. Nutzt euren Einfluss, eure Fertigkeiten. Okay, Fertigkeit. Aber ich habe doch gar keine Fertigkeit. Ah, brechen wir noch ein bisschen der durch. Der feindliche General begibt sich endlich ins Gefecht. Gnashrak kämpft inmitten seiner berittenen Krieger. Schlagt ihn nieder. Alles klar, dann heißt es für uns erstmal unsere Bogenschützen nachziehen.
So, greifen wir mal schön hier seitlich noch die Ork-Moschers an. So, hier unsere Artillerie feuert von hinten voll ins Geschehen rein. So, und hier. Wunderbar. Genau. Die machen wir noch schnell platt und dann greifen wir hier oben an. So, wo sind sie denn? Gib mal Gas hier. Komm, laufen. Laufen, laufen, laufen. So, gegnerischer General, wo? Die Grünhäute fliehen zurück in ihre Berge. Sehen gar nicht. Das Schlachtfeld ist unser. Okay, später müssen wir natürlich wir komplett die ganze Chose hier lenken. Also, jetzt haben wir bloß ein paar Einheiten insgesamt gehabt, aber naja. Okay, ja, mit Leichen der Feinde übersätes Schlachtfeld. Sehr schön. Also, Learning by Doing, gar nicht mal so schlecht. Gibt natürlich bestimmt den ein oder anderen Kniff, den man in der Strategie rauslernen muss, beziehungsweise wissen muss, welche Einheit gegen wen besonders gut ist. Gibt es natürlich Lanzenträger, sind gegen große Gegner wie Trolle etc. besser, dann natürlich ja, riesige Katapulte oder Kanonen natürlich bei den Zwergen. Total genial, kann man seinen Gegner im Vorhinein schon total ausmerzen. Oder natürlich auch normale Bogenschützen etc. Die Vampire haben nämlich zum Beispiel gar keine Fernkampfeinheiten, was sehr interessant ist zu wissen. Und auch ansonsten, wenn man sich ein bisschen bei Warhammer auskennt, da hat man hier schon einen kleinen Bonus. Euer heiliger Gipfel ist sicher, König Grollbart. Die Berge donnern unter den Füßen eurer kriegsbereiten Armeen. Doch noch immer ist eure Rasse bedroht. Alles klar. Die Lande in diesem Gebiet sind noch von Grünhautabschaum verseucht. Die Grünhäute der Blutspeere entweihen eure heiligsten Monumente. Sie müssen eiligst aus diesen Bergen vertrieben werden. Kein Zwergenkönig darf derartiges Pack so nah am Immergipfel dulden. Ja, ganz klar. Ist ein bisschen so wie bei Herr der Ringe. Als Zwergenfürst müssen wir natürlich hier... Oh, was haben wir hier? Die Zwerge von Barak-Var betrachten eure Sache mit Wohlwollen, Herr. Mit etwas Überzeugung werden sie sich eurem Kampf gegen die Grünhäute anschließen. Natürlich, Verbündete sammeln, das Zwergenreich hier wieder säubern. Wie gesagt, kennen wir schon ein bisschen so in der Art von Herr der Ringe, da gab es ja das gleiche. Der uralte Groll zwischen Zwergen und Grünhäuten, ja. Und was haben wir da unten noch? Ja. Der Schorfaugenstamm der Grünhäute setzt von seinen schwachen Lagern auf den Ebenen aus seine Angriffe gegen euch fort. Achtet genau auf jegliche feindliche Bewegungen. Okay, wunderbar. Dann haben wir das auch. XY können wir hier noch ein bisschen scrollen, kann man aber mit Mausrad genauso. Alles klar. Guter Junge. Es gibt nur eine Antwort. Rache. Die Blutspeere dürfen sich nach ihrer Niederlage nicht wieder versammeln. Stoßt vor und führt den Angriff weiter. Okay. Einmal hier auswählen und vorrücken lassen. Was haben wir hier? Keine Ahnung. The High King moves. Gut. Die Feinde werden eure Bewegungen zweifellos bemerkt haben. Nun werden sie verzweifelt versuchen, ihre Hütten gegen euch zu befestigen. Okay, also hier sieht man auch immer schön neben den Kommandanten, wie stark denn die Armee ist. Und ich glaube sogar, wenn man hier... Na, es geht anscheinend noch nicht. Möglicherweise ist es noch nicht freigeschaltet, weil wir uns hier noch im Tutorial befinden. Okay, ja, Kommandanten... Noch mehr eurer stolzen Männer stehen bereit, gegen die Invasoren anzutreten, mein Fürst. Rekrutiert Sehr nice. Sie, damit sie für die bevorstehenden Schlachten bereitstehen. Okay, hier können wir Einheiten rekrutieren. Geld haben wir ordentlich.
Hier muss man später natürlich auch schauen, dass das Ganze wirtschaftlich auch funktioniert. Was hätte ich gern? Natürlich, ja, eher Zwergenkrieger als... Ah, hier unten, also auch im Unterhalt der Armeen muss man gucken, dass hier die ganze Bilanz umgeht. Was sollen wir denn machen? Rekrutiere weitere Einheiten. Naja, nehmen wir mal Zwergenkrieger. Die Rekruten werden erstklassige Krieger sein. Vorerst muss der Trupp in Position bleiben, damit die Ausbildung durchgeführt werden kann. Ja, klingt stimmig. Kümmern wir uns auch um die Verbesserung eurer Infrastruktur daheim. Ein solides Hauptquartier wird sich in den kommenden Schlachten bezahlt machen. Auf jeden Fall. Wir könnten eigentlich auch mal... Ich kann nicht mal speichern. Okay. Mit besseren Ausbildungseinrichtungen könnt ihr die Zwerge besser auf den Kampf vorbereiten, Herr. Genau, hier sieht man ja zum Beispiel, mit dieser Ausbaustufe kann man eben nur Bergwerker und Zwergenkrieger bauen. Und hier kommen dann auch schon Armbrustschützen mit ins Spiel. Sehr interessant. Und hier sieht man zusätzlich, was die Ausbaustufe auf der linken Seite hier anrichtet. Alles klar. Hervorragend. Zwei Runden, bis es gebaut ist. Kräftige werden sich sofort ans Werk machen. Wunderbar hier. Ihr müsst eure Kriegsmethoden verbessern, um den Ork-Abschaum aus den Bergen zu vertreiben. Setzt die klügsten Gildenherren ein, um eure Methoden und euer Wissen zu verbessern. Sehr nice. Also man sieht schon, es ist ein bisschen umfangreicher, als man eigentlich am Anfang denken möchte. Wenn man so sagt, ja, ein bisschen Krieg führen, cool, so hier Command Conquer mäßig oder... dergleichen, aber nee. So, was haben wir denn hier? Armbrustschützen verbessern, Rekrutierungskosten, Zwerge, öffentliche Ordnung, das ist gar nicht mal... Oh, hier, Einkommen. Einkommen, das klatschen wir mal zuerst rein. Ich finde das extrem wichtig, Geld zu bekommen. Die Lehren, die Sie daraus ziehen, werden eurer Sache gewiss zugutekommen. Alter, wir sind ein bisschen goldgierige Zwerge, passt sowieso. Ich weiß... Eure Geduld ist nicht unendlich, mein König. Aber ihr müsst die Aktionen der Grobi beobachten, ehe ihr Rache übt. Im Augenblick gilt es, abzuwarten. Na, dann machen wir das mal. Was der Opi anschafft, passt. Oder können wir jetzt sonst noch was bauen? Zurzeit, das ist gesperrt. Hier können wir nichts mehr bauen. Nee, die sperren einem sowieso gleich alles. Ja. Alles klar. So, auf genau, und hier... Auf dem Bergpass im Osten versammeln sich immer mehr Grünhäute. Greift sie an, solange sie verwundbar sind. Okay, Groll erteilt. Unter dem zornigen Blick Grimnirs haben sich die Blutspeere unbehelligt in den Heiligen Bergen ausgebreitet. Ihre Kräfte sammeln sich im Osten und müssen im Kampf besiegt werden, ehe sie ihre Stärke zurückerhalten. Besiegte Armee der folgenden Fraktion im Gefecht. Blutsperre gibt uns 1000 Goldmünzen in die Schatzkammer. Missetaten gegen euer Volk jetzt mal speichern oder so? Werden im ehrwürdigen Buch des Grolls niedergeschrieben. Dem Damas Kron. Keine dort eingetragene Untat darf ungesühnt bleiben, mein König. Auf jeden Fall. Dürfte hier unten im Buch des Grolls eingetragen sein. Sehr geil. Wer kennt's nicht? Das große Buch des Grolls. Also wer ein bisschen so in Fantasy bewandelt ist, der weiß, dass es das Buch einfach gibt. Es gibt's, glaube ich, in jedem Epos, sei es Herr der Ringe oder sonst irgendwas. Immer gibt's das große Buch des Grolls. Da schreiben die Zwerge alles rein. Hier die Urgroßmutter des Opas, der verwitweten Großtante von, keine Ahnung, Grombart, ja, hat der Nachbarin, was weiß ich, eine Karotte geklaut. Steht im großen Buch des Grolls. Alles klar. Ja, passt. Wir sollen den angreifen, das ist auch klar. Ich würde jetzt aber trotzdem mal ganz speichern. Sehr cool. Komm. Mach rein. Einmal gespeichert. Des Weiteren würde ich mal ganz gern. Das kommt mir gerade nämlich ein bisschen insgesamt laut vor. Wir machen ein bisschen leiser. So. Passt.
Wir wollen noch ein bisschen schlachten und ich glaube, die nächste Folge werde ich auch 1, 2, 3 Stunden nach dieser Folge rausbringen. Falls euch das nämlich interessiert, ist natürlich am Tag 1 vielleicht interessanter als am 2., 3. Tage. Außerdem möchte ich selber noch ein bisschen spielen. Deswegen werden wir jetzt, glaube ich, noch die Schlacht machen und danach werde ich gleich die nächste Folge aufnehmen. Ihr könnt natürlich gerne auch unten gleich mal in die Kommentare reinbuttern, ob ihr davon mehr sehen wollt oder gegebenenfalls auch sagt, hey, Zwerge sind langweilig, die habe ich in Twitch-Streams die letzten Tage zu oft gesehen, spielt auch meinetwegen Chaos. Dann können wir das auch probieren, vielleicht dann auf Schwierigkeit einfach, ich weiß noch nicht, wie sich's gestaltet, ich kann es noch schwer einschätzen, aber wir haben hier insgesamt jetzt schon 10 Einheiten von 20 Einheiten, was haben wir hier alles, Bergwerker, Armbrustschützen, Grollschleuder, sehr geil, Zwergenkrieger, Hammerträger, alles klar. Dann können wir eigentlich, könnten wir hier noch in Karasakarak was bauen. Ne, können wir derzeit noch nicht. Können wir hier Belagerungswaffenwerk, das können wir bauen. Ich baue es einfach. Wir brauchen Belagerungswaffen und jetzt... Es ist Zeit für den Kampf. Attacke. Bedenkt eure Optionen, denn der Feind ist nah. Und Blut wird zweifelsohne vergossen. Okay, jetzt hier sehen wir noch, wir haben einen Rang 1 Helden dabei und ordentlich Truppen. Der Gegner hat Gnaschrak dabei und naja, ein paar, aber das ist alles Infanterie bis auf 2, ja, Geschossinfanterie. Passt, hier unten kann man jetzt noch auswählen, hier automatisch kämpfen lassen, Rückzug oder Gefecht führen. Und wir wollen natürlich in Realtime das Gefecht austragen. Autokampf macht man eigentlich nur, wenn es, ne, sagen wir mal, nicht so toll aussieht, dann kann man da relativ gut noch was rausholen. Aber wir wollen eure Soldaten alles sind sehen. Für den Kampf bereit, mein Herr. Sie erwarten eure Befehle. So, okay, wir werden das Ganze ein bisschen einteilen noch. Machen wir mal das Ganze in... Einmal Infanterie, nee, Schmann. Da wird er als 2. Na komm. Dann hier haben wir Nummer 3 und die haben wir Nummer 4. Passt. Wo ist der Gegner? Na toll, der Gegner ist auf dem Berg. Ist schlecht für uns, denn das heißt, wir haben einen kleinen Nachteil. Denn wer auf dem Berg ist, ist einfach besser. Sagen wir es so, wie es ist. Nahkampf vorne. Geschoss vorne. So, kann man das Ganze noch ein bisschen... Ich werde mich hier ein bisschen seitlich ziehen, dann müssen nämlich die Gegner hier durch das Tal durch. So. Passt soweit. Dann wäre ich nämlich... diese drei hier herüben aufstellen. Oder wie machen wir es denn am blödsten? Sollen relativ nah folgen, aber schnell durchbrechen können, zwar quasi. Denn wenn hier unsere Gegner sind, dann schicken wir unsere Infanterie nach vorne. Aber vorerst soll uns der Höhenvorteil zugutekommen. Genau deswegen stellen wir auch unsere Katapulte, die stellen wir noch ein bisschen weiter hier rüber. Optimal. Können wir noch ein bisschen ausrichten. Wie viel haben wir eigentlich? 3 Stück? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich muss mal aufpassen, ne? Nicht, dass ich hier aus Versehen raustappe. Das könnte passieren. Okay, alles klar, wir starten das Gefecht. Eure Fernkampfwaffen könnten euch in der kommenden Schlacht zum Sieg verhelfen, mein Herr. Setzt sie aus guter Entfernung gegen den Feind ein und schützt genau. Sie gut. So. Ich würde natürlich genau erstmal auf die Fernkampfeinheiten schießen. Kommt, meine kleinen Jungs. So, warum haben wir die auf? Genau, so. So, jetzt kann man gleich hier losballern.
Hier ist unser gegnerischer General, den werden wir auch gleich mal hier ein bisschen buttern. So. Und Attacke. So. Sich zur Flucht. Erlegt diese Feiglinge. Da. Attacke, Jungs. So, die hier müssen hier rüber. Die müssen die hier blocken. Okay. Nummer 4 auf diese hier. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir ja uns nicht hier verzetteln. Ich muss mich da noch ein bisschen reinspielen. So. Ja, ja, es geht schon. Wo ist der Kraschnack? Auf Kraschnack. Sicher wird seine Armee ihm bald folgen. So, den müssen wir gleich mal killen, dass er platt ist. So, hier. Schön. Schön, schön, schön. So. Perfekt. Der General wurde in der Schlacht verwundet und kann seine Truppen nicht mehr anführen. Nutzt euren Vorteil aus. Ja, das hätte ich ganz gern gehabt. Genau, die bleiben hier drüben. Und wir müssen jetzt noch so viel Schaden wie möglich machen. So. Rennt hinterher. So, den nehmen wir hier mal. Ja. Naja, mehr schlecht als recht. Wo, unser Kommandant wird angegriffen. Ein Mist von uns selber vielleicht. Ach. So, der bleibt hier. Okay. Sieht gut aus. Sieht gut aus. So, die schießen noch. Naja, mehr schlecht als recht. Ja, die haben halt doch ein bisschen... ein bisschen Ungenauigkeit. So, überrennt sie. Okay, passt. Ich glaube, das passt. Gar nicht mal so schlecht. Okay, hier die Einheiten, die Bergwerker, die haben ein bisschen einstecken müssen, hart. Ist jetzt doch ein bisschen übel, aber naja. Hätte schlimmer laufen können. Alles klar, Gefecht beenden. Joho. So, Verluste 200, bei uns 50 Leute. 250 da der und... Sieg ist euer, mein Herr. So. Aber wie steht es um das Schicksal derjenigen, die in Kriegsgefangenschaft gerieten? Es kann vorteilhaft sein, sie festzusetzen. Doch manchmal lohnt sich Gnade oder Brutalität mehr. Ja. Das Doofe ist, wenn wir die Leute jetzt hier laufen lassen, dann bildet sich die Armee einfach weiter. Deswegen, also wir könnten jetzt 350 Gold rausholen und hätten hier, ja, Verlust in der Verstärkungsrate. Oder wir klatschen hier voll drauf. Jeder Groll muss gesühnt werden und das machen wir. So. Ja, der Groll der grünen Eindringlinge. Unter dem zornigen Blick Grimnirs haben sich die Blutsperre unbehelligt in den heiligen Bergen ausgebreitet. Ihre Kräfte sammeln sich im Osten und müssen im Kampf besiegt werden, ehe sie zur Stärke zurückerhalten. Ach, das war die, genau. Können wir uns abholen? Jene, die eurem Anliegen dienen, erhalten mit der Zeit Erfahrung. Fördert ihre Entwicklung. Auf diese Weise erhaltet ihr Vorteile. Ja, das sieht doch gut aus. Level 2. Wir können hier jetzt auch eine Fertigkeit verteilen. Und was machen wir? Eine Plattenrüstung? Ja. Wir machen erstmal Plattenrüstung rein. Zack, fertig. Die Grobi unterhalten ein Dreckslager unter den Säulen des Grungni. Eine Sünde, die nicht länger im Damaskron verbleiben darf.
Die Säulen müssen wieder in die Hände der Zwerge kommen. Ja, das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Wir lesen es uns noch mal kurz durch. Ja, sie hat zum Missfallen Grungnis, unterhalten die Blutsperrenlager nahe den Säulen und überfallen die umliegenden Täler. Das Ungeziefer hat zwischen diesen heiligen Gipfeln nichts verloren. Zieht gegen sie und vertreibt sie aus diesen Landen, die rechtmäßig in Zwergenhand gehören. Erobert und besetzt die folgende Siedlung, die Säulen des Grungli. Gibt's wieder 1000 Gold dafür, wenn wir es schaffen. Dann haben wir einen Anhänger erhalten. Alles klar. Nen Chormeister. Okay, passt. Vampirischen Chaos, Korruption. Können mal kurz drauf schauen. Details hier, Gefolgsleute. Kommen Leute dazu, kann man später auch auswählen und hier kann man auch Items noch bekommen, was weiter immer den Anführer stärkt. Und wir haben natürlich auch dann später die Möglichkeit, mehrere Anführer gleichzeitig zu haben. Sieht ganz gut aus. Wir speichern nochmal ab. Zwerge 3. 3. So. Hier werden wir das nächste Mal weitermachen. Ich hoffe, euch hat der erste Einblick in Total War Warhammer gefallen. Wenn dem so war, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Wie gesagt, auch in Bezug auf, wollt ihr mehr sehen? Was interessiert euch daran? Was wird euch mehr interessieren? Andere Fraktionen. Wenn ihr mir schon was in Bezug auf Schwierigkeitsgrad sagen könnt, wenn ihr da was wisst, ob vielleicht normal zu einfach ist, beziehungsweise normal schon relativ schwer, würde ich natürlich auch gerne wissen, weil ich noch nicht wirklich das Ganze eben einordnen kann. Es ist am Anfang jetzt vom Tutorial vielleicht noch relativ einfach und es kann auch sein, dass in 5 Zügen uns hier alles platt macht. Naja, wir werden sehen. Wie gesagt, die nächste Folge sollte nicht allzu lange nach dieser Folge kommen, vielleicht 1-2 Stunden später. Schaut nochmal vorbei, vielleicht schaut ihr euch mal ein paar andere Let's Plays von mir an. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!